Herzlich willkommen zu einem neuen, ich hoffe, sehr schönen Video aus einer kleinen Bucht, die ja einfach einzigartig ist, weil sie auch tief zurückliegt, weil sie schwer erreichbar ist und dennoch ziemlich beliebt. Im Sommer war sie richtig voll und das wird sie jetzt mit Sicherheit nicht mehr sein. Diese Jahreszeit ist man da, wenn man dahin fährt, fast immer ganz allein. Ich bin abgefahren von der MA1 und fahre Richtung Sonferrer, Magaluf, das ist die Abfahrt. Und das Ziel ist Cala Capfalco. Und dazu begrüße ich alle Zuschauer recht herzlich. Wenn man geradeaus weitergefahren wäre, wäre man zum Aquapark gekommen. Der ist natürlich zu dieser Jahreszeit geschlossen. Hier fahre ich vorbei an einem Kartcenter. Hier kann man noch Runden drehen, wer es möchte. Magaluf habe ich eben links liegen gelassen. Und bin jetzt auf direkten Wege zu meinem Ziel. Ein sehr schöner Ort, nicht nur was die kleine Bucht anbelangt, sondern auch was dort das Wohnen anbelangt. Und darauf kommen immer mehr Leute, die ja ein wenig Geld in die Hand nehmen, da alte Häuser aufkaufen und neue Häuser bauen auf diesen Grundstücken, also die alten Häuser dann abreißen und dort etwas Größeres bauen. Wir haben späten Nachmittag, die Sonne geht bald unter, wenn wir es denn sehen können. Es sind reichlich Wolken aufgezogen, man sieht zum Teil noch ein bisschen blauen Himmel, aber in verschiedenen Richtungen ist der Himmel schon ziemlich abgedunkelt. Der Tag ist gut angefangen und hat dann ein wenig stark nachgelassen. Aber kein Regen im Südwesten heute, sondern ja, wechselhaftes Wetter. Das muss schon ein Traum sein, hier zu wohnen. Man hat hier ordentliche Höhenunterschiede, sodass man möglichst hoch hinausgeht mit seinem Haus, um dann eventuell einen guten Blick aufs Meer zu haben in einer anderen Richtung. Ja, entweder flaches Land oder vielleicht noch Blick aufs Tramontana-Gebirge, da muss man aber schon ganz hier oben sein. Je weiter wir jetzt runterkommen, desto interessanter ist eben der Blick auf diese Bucht, die uns dann gleich beschert wird. Interessant wird die Zuwegung sein.
Ja, hier links. Ja, hier links hat man gesehen, eben eine große Baustelle, wo auch Häuser abgerissen wurden und wo es auch ein riesen neues Areal gibt. Hier rechts sieht man schon, wie der Stil hier ist. Das ist hier mein Weg. Die Straße ist sehr, sehr uneben, nicht reifenfreundlich, aber es gibt auch einen weiteren Weg zur Cala Capfalco. Da muss man aber durch ein Wäldchen hindurch. Mit dem Auto ist es risikobehaftet, würde ich sagen, weil dort große Schlaglöcher existieren. Dadurch, dass da hin und wieder der Regen alles freispült. Ja, und das ist natürlich mein Highlight. Diese lange Treppe zum Meer hinunter. Ungefähr 170 Stufen. Ich hätte sie mal ganz genau gezählt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr so genau. Ja, da hinten über dem Wäldchen, da geht gleich die Sonne unter. Unten wird man leider nichts davon sehen können. Dafür liegt das zu tief, das Ganze. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir sie überhaupt noch so ein bisschen sehen können, weil es doch schon sehr, sehr wolkig geworden ist. Aber wie gesagt, vom Regen sind wir verschont geblieben. Tja, das ist mein Special Weg. Den werde ich nachher noch mal zeigen. Allerdings, man muss schon sagen, zum Nachmachen nicht empfohlen. Es ist da sehr gefährlich. Von hier kann man schon sehen, wie viel Seegras sich hier aufgetürmt hat. Das ist ja Wahnsinn. Bestimmt auf 10, 15 Meter Länge. Da beginnt normalerweise der Strand. Hat sich das ganze Zeug da aufgetürmt. Der Himmel sieht trotzdem sehr schön aus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da auch raufgehen kann, denn da hinten, da hätte das Wasser ja schon eine Tiefe von 1 Meter bis 1,50 Meter ungefähr. Ist total weich. Ja, und landschaftlich verändert sich das hier laufend, denn immer wieder bricht hier auch was ab. Ja, und wo wir von Veränderungen sprechen, genau da geradeaus war eine traumhafte Strandbar. Die hatte so karibisches Flair, so mit Palmdach und so weiter, komplett aus Holz, aber nicht einfach nur so zusammengeschustert, sondern mit viel Liebe. Im Sommer stand sie hier noch, jetzt ist alles weg. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ganze wieder aufgebaut wird. Das habe ich so noch nie gesehen, so ohne was hier. Das wäre wirklich schade. Ich war hier schon einmal und habe hier das Video gedreht im Sommer.
und dann habe ich dort auch die Strandbar gezeigt. Also die war schon toll mit Dach und. Also so Sonnensegel. Genau hier stand sie. Alles weg. Und dann hatte man ja den Blick. Da hinten hinter der Steinmauer, da gab es oder gibt es einen Parkplatz, aber wie ich eingangs schon sagte, es ist nicht ohne Risiko hier hinunterzufahren. Man fährt da durch eine Schlucht und man kennt das ja auf Mallorca. Da, wo es tief hinunter geht und es gibt mal Regenfälle, wird auch alles ausgespült. Also wer sein Auto schonen möchte, sollte lieber den Weg nehmen, den ich gegangen bin und das in Kauf nehmen, dass man dort auch diese Stufen wieder hoch muss. Man kann ja auch hier zu Fuß gehen, ganz oben das Auto stehen lassen und dann hier zu Fuß durch den Wald. Ja, da darf man gespannt sein, wie es hier weitergeht. Und so heißt es. Ja, Gemeinde Calvia ist das, selbstverständlich. Hier stand übrigens ein Toilettenhäuschen aus Holz, ebenfalls ordentlich gemacht, das Ganze. Und wenn man hier gesessen hat und getrunken und gegessen, dann hat man dieses Panorama gehabt und im Sommer bei blauem Himmel und Sonnenschein noch einmal viel, viel besser als jetzt. Wer das Ganze sehen möchte, sollte gerne einmal in die Videos hineinschauen und das Video sich nochmal ansehen. Das Gute ist ja, so ein Video verdirbt nicht. Das erhält immer noch einigermaßen seine Aktualität. Und wer gern informiert werden möchte, da meine obligatorische Bitte, den Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Wenn 2 von 3, die diesen Film schauen, das tun würden. Und solltet ihr die Glocke drücken, bekommt ihr immer eine kostenlose Info. Also wie gesagt, auch abonnieren ist kostenlos. Dann bekommt ihr eine kostenlose Info von diesem Kanal. Ja, ich wollte jetzt mal versuchen, von hier dort außen lang zu gehen. Weil vorne an der Spitze ist es richtig schön, aber es ist einfach weich und gefährlich hier. Würde ich wahrscheinlich versacken und mir nasse Füße holen. Jetzt suche ich mir einen anderen Weg, um bis nach vorne an die Spitze zu gehen. Um das einmal zu zeigen, wie es da aussieht. Also von dort eine fantastische Aussicht. Ja, und hier ist im Sommer richtig Trube. Das Schöne ist, man kann auch als nicht so geübter Schwimmer hier weit rausschwimmen, so weit, wie man sich halt traut. Ich werde jetzt noch mal ein Stück weiter nach oben gehen.
Ich denke mir, ich habe nicht zu viel versprochen. Selbst von hier aus sieht man noch und in dieser Jahreszeit, wie türkis das Wasser ist. Allerdings, was ich immer wieder betonen muss, es ist auch gefährlich, hier lang zu gehen. Hier sollte man schon geübt sein. Und wenn man jetzt nach unten will, sich entweder anseilen oder hier und da gut festhalten, gutes Schutzzeug haben. Also auf gar keinen Fall mit der ganzen Familie hier herumtouren. Das ist wirklich zu gefährlich. Ja, da drüben führen ein paar Wege durch. Man kann dort entlang gehen bis zur nächsten Bucht. Man erreicht dort irgendwann Zol de Mallorca. Auch das habe ich schon mal in einem Video vorgestellt. Und von hier vorne kann man jetzt schon die schöne Aussicht erahnen. Das sind hier alles keine ausgewiesenen Wege, sondern das sind so Pfade, die dann natürlich so ausgelatscht wurden. Und weil es nicht nur mit mir hier jemand gibt, der gerne mal diese ganz große Ruhe sucht, sondern auch viele andere, die auch dieses Hobby haben, so wie ich. Hier kann man schon viele schöne Plätzchen finden. Ja, und im Sommer bin ich dann öfter hier mal 4 Etagen tiefer bis zum vordersten Felsen. Von dort kann man dann auch ins Meer gehen. Schon eine irre Aussicht hier. Mit dem Himmel nochmal umso schöner. Ganz da hinten würden wir irgendwo nach Santa Ponsa kommen, einmal rum, rechts um die Ecke herum. Also im Sommer liegen hier auch viele Schiffe vor Anker. Das ist der Leuchtturm bei dem Militärsperrgebiet. Davor rechts würde man ebenfalls die Dreifingerbucht erreichen. Ein Highlight werde ich gleich noch mal zeigen. Da muss ich ein bisschen weiter hier heraus. Obwohl es hier so einsam ist, wohnt sogar der eine oder andere hier. Es gibt so Häuser ganz versteckt. Und das mit dieser Aussicht. Ja, dort oben an der Felsenspitze, da stehen ein paar Häuschen. Also schon nicht schlecht hier. Es gibt übrigens noch ein paar mehr kleinere Buchten da. Die eine oder andere habe ich auch schon vorgestellt. Auch die eine bei Sol de Mallorca. Ganz versteckt. Von dort kann man hierher wandern oder umgekehrt. Ja, ich verabschiede mich von diesem wunderschönen Ort, von der Cala Capfalco, sage vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder hier zu treffen. Sag nochmal ein herzliches Dankeschön für die super Thanks-Beteiligten, die sich in besonderer Form am
Kanal beteiligen und mich und damit unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ich sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus. Ja, das muss ich noch mal eben zeigen. Also, macht's gut.